beide Münzen, Marschall, was sucht ihr Übungen aus? Franken gegen Drachenfels. Daneben. Marschall. Wieder vier, die gleich aussehen. So geht das. Ein Becher muss es sein. Mit einer Münze. Von den gegeneinander reitenden Leuten aufgegriffen werden muss. Nun, zum Stechen werden aufgefordert gegeneinander. Herr vom Aalbuch, Herr von Justingen, Herr von den Illerauen, Herr de Löw. Ihr werdet nun gegenüberliegenden Seiten aufeinander reiten. Dieses Mal gilt es, einen Becher zu greifen. Es gilt weiterhin. Das Greifen von oben ist untersagt. Nun, außen erst vorbei, dann in die Bahn. Vom Aalbuch hat gegriffen und die Münze zeigt er vor. Wohl getan, Herr. Herr de Löw gegen den Herrn von Justingen. Herr von Justingen zeigt die Münze hoch. Das ist ein Kopf! Keiner was kann rein! Da ist der Leer, da ist der Beschiss! Wir sollen jetzt noch einmal gegeneinander reiten. Der vom Aalbuch gegen den Herrn von Justingen. Die Münze gleich dem Volke präsentiert. Und nun euch, ihr selber. Herr vom Aalbuch, es ist eure Siegesrunde. Zeigt euch dem Volke. Ihr Recken, beschimpft nicht die Herren hoch zu Ross. Oh nee. Erlaubt ihr? Geht auseinander. Wenn ihr euch streiten wollt, dann nach Regeln eines Turneis. So lasst es eine Behut werden, aber geht auf die Seiten. Und stachelt das Publikum für euch an. Und wartet das Zeichen. Dann laufet an! Er liegt schon am Boden.
Haltet nun ein! Leitriem! Lass ab! Kühlt diesen Hadel rein! Hauptmann, auch ihr sollt wahren Tonneufrieden! Na, Marschall, so schlimm soll's nicht sein. Lasset das Volk lieber die Tugend spenden durch Handgeklapper und Jubel, denn sie haben sich wacker geschlagen. Aber, Marschall, ich glaub, ich sehe, Ehrenhoch zu Ross wollen nun das einzig Wahre überprüfen. Sie fordern den Köster und wollen wir diesen gewähren. Baut die Bahn dazu um. Volk, nun lasst euch erklären, was ist der Köster? Es ist die königlichste Disziplin der Herren hoch zu Ross. Voll gerüstet, Mann gegen Mann, hoch zu Ross mit der Lanze. Auf dass einer den anderen aus dem Sattel heben möge. Ist das zum Wohlgefallen? Schön, dass ihr bei diesem witzigen Wetter immer noch so schön durchhaltet. Die erste reitet. Erde Glück von den Treffen. Ja. Erste Mal gut, nicht. Der Sonntag gebrochen, der Sonntag gebrochen. Von Justingen gegen Drachenfels. Schön, beide von uns. Albu gegen der Löw. Einen neuen Angriff für Albu gegen Justingen. Der Löw möchte sich messen mit Drachenfeld. Beide Strafen. Justingen möchte einen weiteren Waffengang, aber der Löw streicht. Albu knapp. Justingen, war das ein Streichen? Ehrenvoll von euch. Drachenfeld fordert einen letzten Waffengang gegen den Herrn von Albu. Drachenfels, tretet lieber nicht an, schont euer Leben. Aber Malbu, diese Übung geht an euch. Zeigt euch zur Siegesrunde. Das auch. Beide Kompanien scheinen gleich stark zu sein. Zumindest haben sie jeweils einen unter sich, der sich gleichwertig mit dem anderen nennen darf. Darf ich nun beide nennen? Bis Wir werden beide nennen und bis
werden wir dieses nun nennen. Und so darf ich Volk zu Stettenfels euch nennen, die zwei gleich guten Recken hoch zu Ross. Aber erst einmal wollen wir die begrüßen, die den Preis des heutigen Tages hier auf den Platz bringen wird. Ehrenwerten Dame Rillinde von Hohen Schrammenberg. Und ihr Recken könnt den Platz schon räumen. Und so erlaubt mir nur, die zwei zu nennen, die gleichwertig sind. Volk zu Stettenfels. Es sind Ritter Anselm von Justingen und Ritter Bernhard Dölle. Beide gleichzeitig nieder, kann kein Zwist entstehen. Nun, eure gemeinsame Siegesrunde. Vor dem Volk zu Stettenfels. So können wir die Herren nicht vom Platze gehen lassen. Der Zorn soll durch ein Feuer hinfortgewaschen werden. Denn das Wasser haben wir schon genug von oben. Baut auf den Feuerritt! Das ist. Ihr Schraubdiebe, wo kommt ihr denn schon wieder her? Habt ihr? Wir haben euch gestern Abend gesucht. Wo wart ihr die ganze Nacht? Nur im Weinkeller, was? Eieiei. Oh, feurig seid ihr noch. Schön. Dann hab ich eine Aufgabe für euch. Lasse die Bahn hier vorbereiten, bei Kräften, schone dich. Aber dann, wenn ich sage, legt Feuer, tut ihr dies für mich. Das könnt ihr doch, oder? Nein, hinter mir. Doch, wieder an den Pfosten. Nun? Holt mal einen tiefen Schluck aus der Pulle. Und nun gebt Feuer. Und ihr Herren, wenn ihr mutig genug seid, reitet an. Aber mitnichten galt diese Prüfung den Herren auf den Herren. Nein, die galt unseren Tieren, die mutig genug sind.
und so viel Vertrauen haben zu ihren Herren, dass sie selbst durchs Feuer gehen. Und jetzt, ihr Recken, steht ihr im Mute den Tieren nach? Aber nun wollen wir uns noch einmal euch, Volk zu Stettenfels, ganz, ganz nah zeigen. So werden wir jetzt unseren Auszug halten und an euch vorbeikommen, auf das ihr abklatschen könnt, wenn ihr wollt. Und wenn dies geschehen ist, nehmen wir sogar hier unten am Ende des Platzes Aufstellung. Allesamt. Und fordern euch auf, wenn ihr wollt, kommt dann auf den Platz.